Guten Abend, liebe Zuschauer. Wenn Sie in der vergangenen Nacht nicht so gut schlafen konnten, lag es vielleicht an ihm. Andrea Vavata hat ihn allerdings schon in der gestrigen Nacht fotografiert, doch eben aus diesem Grund, wie sie uns dazu schrieb. Denn er leuchtete so hellgelb-orange. Ja, haben Sie herzlichen Dank für das tolle Foto. Und wenn Ihnen, liebe Zuschauer, auch eines gelingt, welches in die Rubrik So schönes Sachsen-Anhalt passt, so würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dieses auf unserer Internetseite hochladen. Ja, auch heute Nacht werden wir dann meist einen freien Blick auf den Vollmond haben. Erst später kommen von der Unstrut bis nach Anhalt dann einige Wolken auf, die dann auch mal einen Tropfen dabei haben können. Meist bleibt es aber trocken und der Wind flaut auch vorübergehend ab, wird also nur schwach bis mäßig wehen, was beides ja auch gut für die Maifeuer ist. Ja, und so starten wir dann oft mit einem blauen Himmel und viel Sonnenschein in den Tag. Ab dem Mittag ziehen von Niedersachsen Wolken rein, wobei sich von Anhalt über Halle und dem Burgenlandkreis die Sonne am längsten zeigen kann und Schauer werden die absolute Ausnahme bleiben. Allerdings schwächeln die Temperaturen dazu etwas. Mehr als 14 bis 16 Grad sind nicht drin. Doch schon am Mittwoch geht es mit ihnen wieder aufwärts und für Anfang Mai sind diese Temperaturen auch absolut in Ordnung. Dazu bekommen wir wieder viel Sonnenschein. Am Donnerstag sind die Wolken zwar etwas dichter, doch schon am Freitag können wir ordentlich Sonne tanken und uns auf ein ebenso schönes und noch etwas wärmeres Wochenende freuen. Tschüss und bis. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, heute läutete tief Quitter bei uns einen Wetterwechsel ein und ab morgen geht es nun leicht unbeständig, aber nicht wirklich unfreundlich weiter. Es werden zwar immer wieder dunklere Wolken durchziehen, aber die intensiven Niederschlagsgebiete machen einen großen Bogen um uns, auch in dieser Nacht. Wer also heute noch in den Mai feiern möchte, braucht keine Bedenken zu haben, nass zu werden. Erst später ziehen über das Erzgebirge dichtere Wolken rein und dann ist wirklich nur stellenweise etwas Regen möglich und der Wind flaut auch ab, weht nur schwach bis mäßig, also keine Gefahr fürs Hexenbrennen. Morgen Vormittag sind eventuell noch einzelne letzte Schauer möglich. Die ziehen dann aber später über die Oberlausitz ab. Danach kann sich die Sonne wieder oft zeigen, vor allem in Leipzig. Hier kommen 10 Sonnenstunden zusammen. In der Oberlausitz werden es nur 4. Ja, und die Temperaturen schwächeln dazu etwas. Mehr als 14 Grad im mittleren Bergland sind nicht drin. Immerhin 19 schafft Görlitz. Am Mittwoch werden es nur 16 Grad maximal. Aber für Anfang Mai sind diese Temperaturen absolut in Ordnung. Und dazu bekommen wir meist ein Mix aus mal mehr, mal weniger Sonnenschein und dichteren Wolken. Ab und an ist auch mal der ein oder andere Schauer dabei. Pünktlich zum Wochenende wird es voraussichtlich dann aber wieder richtig schön und vor allem wärmer. Tschüss und bis morgen.